Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Optimus Prime aus dem Hause Fanhome De Agostini. Und in dem Sinne werden wir jetzt in der heutigen Folge, das letzte Mal habe ich mich noch drüber beschwert, warum denn immer nur 3 Hefte kommen pro Lieferung, und schwuppdiwupp sind es gleich 6 Hefte. Ja, vielen Dank nochmal an denjenigen, der im letzten Video das auch in die Kommentare geschrieben hat, dass ab der jetzigen Lieferung immer 6 Hefte pro Lieferung kommen. Ja, und man wurde nicht enttäuscht, also auch ich habe 6 Ausgaben bekommen, und zwar die Hefte 15 bis 20. Und ja, da schauen wir uns auf jeden Fall mal im Grobdurchgang an, weil ins Detail werde ich wahrscheinlich nicht gehen, was uns einfach zu lang wird. Ja, wie wir am Bein weiterbauen und was wir vielleicht noch an Teilen bekommen. Also, lasst ihr gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, über einen Daumen nach oben und einen Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen. So, dann fangen wir doch mal mit der 15 an und bauen dafür am rechten Bein hier weiter. So, und dafür sollen wir als erstes mal hier das Rad zusammensetzen. Das stecken wir dann entsprechend hier bloß zusammen und verschrauben das Ganze. So, wenn wir das Ganze dann gleich verschraubt haben, müssen wir jetzt hier die Felge in den Gummi einsetzen, dass wir quasi dann ein Rad haben. So, das soll nämlich jetzt hier einmal rein. Levering from the inside. Okay, also man soll das hier laut Anleitung einmal so hier durchbiegen, damit man den Gummi quasi leichter drüber bekommt. Schauen wir mal, ob es klappt. Sondern ein bisschen rumwerkeln und hebeln mit dünnen Schraubendrehern und einer Nadel konnte ich dann das Ganze hier einmal quasi hier so untergehebelt ihr Stück für Stück rausziehen, und dann haben wir jetzt hier ja das Rad einmal soweit fertig. Stecken jetzt hier so, wenn wir das dann soweit drin haben, ne, dann ich habe es jetzt quasi hier mit einem Schraubendreher immer so ein bisschen untergehebelt, und dann ging das Stück für Stück ein bisschen langsamer, aber es hat so Millimeter für Millimeter funktioniert. Dann steckt ihr einfach hier noch die Radnabe drauf und den Außenmantel hier mit diesen silbernen Spikes, der wird bloß von außen hier so drauf gesteckt. Und dann haben wir die Ausgabe 15 schon fertig. Gehen wir mal in die 16 rein. Was wir da machen können. Oh, da wird es wieder sehr kleinteilig. So, okay, dann müssen wir jetzt hier mal erstmal alles auspacken.
So, MT-Schrauben brauchen wir gleich. So, okay, als erstes das Teil 16D, dann hier das Gelenkstück einmal hier so dazwischen setzen, über die zwei Pins drüber stecken. Und mit MP festziehen. So, dann haben wir das Teil so. Wir bringen den Bügel als nächstes von unten hier an. Mit der Coupé. Das Ganze sollen wir jetzt einmal hier in unsere Beingruppe einsetzen. Mit einer HM-Schraube. Und einem Ring. Soll das Ganze jetzt hier auf den hier drauf. Federring dazwischen. So, dann kommt das silberne Verkleidungsteil mit den zwei Stecklöchern hier drauf, beziehungsweise es werden tatsächlich alle drei verwendet. Sehr gut. So. Dann brauchen wir als nächstes das Bauteil hier. Ne, das große. Wir stecken da einmal hier diesen silbernen Knopf außen ein. Hier. So, dann wird es umgedreht. Das Bauteil kommt jetzt hier durchgesteckt und wird mit MP-Schraube gehalten. Das wiederum kommt jetzt hier hinten drauf. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, in welche Löcher. Also wenn man es ein bisschen durchprobiert, dann passt es nur an einer Stelle drauf. So, dann wird noch das eben montierte Rad noch hier außen aufgesteckt.
So. So, Ausgabe 17 wird ein weiteres Rad zusammengesetzt. Das habe ich hier schon getan, habe es auch schon hier auf das Bein aufgesetzt. Und wir gehen jetzt als nächstes einmal hier auf diese Seite hier. Und fangen jetzt mit den Bauteilen der Ausgabe 18 an. Und so, dann schauen wir mal, welches Bauteil wir da nehmen sollen. Und zwar das hier mit dem langen Stift. Das soll dann jetzt, glaube ich, einmal hier jetzt befestigt werden. Dann setzen wir als nächstes das Gegenstück einmal hier drüber und machen jetzt hier und auf der anderen Seite BM-Schrauben rein. So, dann gibt es jetzt hier so einen durchsichtigen Gummiring. Der kommt jetzt einmal hier unten drüber gestülpt. Dann kommt das Gelenk einmal hier drüber. Mit BM und dann setzen wir zum Schluss noch die zwei Gummiringe hier in diese zwei Vertiefungen ein. Kann man auch klein machen, dann bleibt es schon mal zusammen. So. So, mit den Teilen der Ausgabe 19 springen wir einmal an unseren Fuß zurück und sollen dafür, jetzt muss ich gerade mal schauen, das einmal nach vorne klappen, die Verkleidung hier einmal runternehmen. Genau, das habe ich runtergenommen. Hä? Wieso soll ich es jetzt wieder drauf bauen? Achso. Jetzt. Das Bauteil muss erst noch hier dran. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo das hin muss. Das soll noch hier unten drüber. Irgendwo, aber ich sehe es nicht wo. Oder bin ich jetzt blind? Na, da wahrscheinlich. So, und dann kommt das hier wieder drauf. Die Verblendung. So, okay.
bauen wir weiter. Und zwar sollen wir als nächstes jetzt die Baugruppe hier wieder entfernen. Müssen wir jetzt allerdings vorsichtig machen, weil hier ist jetzt schon gesteckt. Das ist sowas finde ich natürlich immer doof, ne? Aber manchmal ist es halt so, dass man Bauteile immer entfernen muss und dann wieder reinsetzt. So, und zwar sollen wir nämlich jetzt hier den Bolzen jetzt hier einsetzen. So, jetzt ist nur die Frage, wie rum kommt das Ganze da rein? So, der hier Fuß steht so da. Und wird so eingesetzt. Jetzt muss ich hier umbauen, damit wir es im Ganzen drauf haben. So, und jetzt sollte hier irgendwo, genau, jetzt hier in dem Loch müsst ihr jetzt einmal durchgucken. Denn da kommt jetzt hier der Bolzen durch, damit das da quasi fest ist. Und dann kommt die Verblendung hier wieder drauf. Okay, dann haben wir hier einmal schon mal ein großes Bein. So, legen wir kurz beiseite. Und jetzt müssen wir nämlich hier noch diese letzten Details noch hier einmal das Rädchen da drauf stecken. Dann die Pins, die zwei werden jetzt hier drauf gesteckt. Hier hinten dran. Und werden zum Schluss noch hier mit zwei BM-Schrauben hier unten an der Ferse festgemacht. Und dann kommt zum Schluss noch über diese Steckverbindung hier oben rein noch die Verkleidung hier einmal hinten dran. So, Lieben, und damit sind wir am Ende für die heutige Folge. In der Ausgabe 20 klippt ihr nur noch diese Verblendung außen drauf. Was war noch? Zwei Teile waren noch zum Festschrauben. Genau, das Teil hier, das schraubt ihr hier einmal von zwei Seiten außen mit SP-Schrauben fest. Das Teil einmal mit RP-Schraube von der Seite. Und dann wird dieses Flammenteil einfach nach außen hier auf die Blende der Ausgabe 19 außen aufgesteckt, ne? Da müsst ihr natürlich mit dem Schraubendreher innen einmal gegendrücken,
damit ja quasi, oder damit es einfach besser einrastet. So. Ja, und damit haben wir ein noch etwas sehr wackeliges, aber fast fertiges rechtes Bein. Und in dem Sinne wünsche ich mir natürlich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder reinschaltet, ich wünsche viel Spaß beim Nachbauen und sage da tschüss und bis zum nächsten Mal.